Es gibt erstens nichts bei mir, was eine gute alte Kaffeetasse mit Kaffee-Intus nicht lösen kann, wenn ich müde bin oder einfach nicht in der Laune bin. Falls ihr wissen wollt, wie man noch andere Sachen lösen kann, schaut mein YouTube-Hausmittel-Video an. Und zum anderen, diese Decke macht so viel aus, ich glaube, ich beende es mit der das Projekt komplett. Ich weiß nicht warum, ich finde die voll cool. Die ist einfach kuschelig, warm, hat Ärmel, sie ist einfach sick. Okay, sie ist einfach sick. Einfach krank geil. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass wir nun GLaDOS auch mit uns schleifen, die mehr oder weniger am Leben ist, heiße ich euch willkommen zurück zu Portal Motherfucking 2 und dieses war aktuell sehr wahrscheinlich das Story-Finale von dem ganzen Spiel. Aber jetzt wird es eigentlich nur noch schwieriger, hieß es zumindest, und Teil 7, das Wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Ui! Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Anscheinend hat GLaDOS auch Erinnerungsschwankungen. Es macht zumindest den Anschein, weil... Man hat sie jetzt zwar gehört, aber... Jetzt kommt halt die Sache, sie erinnert sich nicht, wer Mr. Johnson ist. Dennoch, ich glaube, da besteht dem Typ eine Verbindung, oder meint sie Caroline? Und sie erinnert sich nur nicht, wer Caroline ist. Das kann natürlich auch sein. Und was bringt mir jetzt dieses Mittel hier? Was bringt das? Hä? Wofür ist das? Wartet mal. Wait a moment. Ich hab ein Gefühl. Ich habe da so ein klitzekleines Gefühl bei der Sache. Wenn ich das jetzt hier mache... Dann schießt es ja von dort unten rein. Und, Ja, wir haben es gerade doch irgendwie geschafft, es da hinzulegen. Aber ich würde kurz sagen, wir drücken nochmal drauf. Damit das schön alles verteilt wird. Ja, richtig schön. Alles schön einfärben, wie es will tun. Das gefällt mir. Und nun ist es halt die Frage, was müssen wir tun? Ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier runterspringen müssen. Und... es dann ein Gleitmittel ist. Also sage ich es mal so. So richtig auf. Ja, pervers, würde ich es einfach mal behaupten, ne? Für den Bienchen- und Blümchen-Akt wäre dieses Mittel mehr als praktisch. Aber sowas so praktisch, ey. Und oh mein Gott, nein. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben nur ein blaues Portal. Die Sache ist die, ich würde am liebsten eben irgendwie dort hochkommen. Die Frage ist nur wie. Okay. Oder muss ich es einfach hier mit Anlauf probieren? Ich muss halt aufpassen, dass ich jetzt halt nicht zu viel Geschwindigkeit aufbaue. Und ich habe einfach gesagt, gleite ich mal hier durch? Nein. Ich muss es schon aktivieren. Okay. Aber da ich das hier aktivieren muss, ich muss ja auch irgendwie dort hochkommen. Hä? Wartet. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir müssen hier zum Beispiel eine Spur legen. Das ist ja schon mal ganz simpel, ne? Aber um dort hochzukommen oder dort überhaupt die Spur legen zu können, müssen wir halt irgendwie ein Portal erschaffen. Oder komme ich auch ohne den Sprunganlauf dort rüber? Okay. Ich komme auch ohne das Portal darüber. Das heißt, ich kann das Portal hier erstmal wegmachen. Okay, dann machen wir das mal. Also, Portal mal kurz weg. Gehen wir da drunter. Dann platziere ich hier wieder das Portal. Anschließend. Ha. Okay, das ist jetzt wieder. Hä? Wartet. Ich glaube, ich habe gerade einen... Oder? Ja, okay. Ich hab's. Einfach hier das blaue Portal platzieren. Dann gehen wir jetzt dort runter. Fahren nochmal zurück. Nehmen jetzt nochmal Anlauf. Springen dort rüber. Aktivieren jetzt hier das orangene Portal. Das orangene Portal kommen wir jetzt wieder hier hin. Und durch dieses Portal... müssen wir hier jetzt das blaue platzieren. Genau. Und nun müssen wir die Flüssigkeit abspielen. Und jetzt kriegen wir den Gang gefärbt. Alter. Puh.
Da musste ich jetzt gerade mal erst überlegen. Ich weiß, ich stelle mich zum Teil echt ein bisschen an im Portal. Das ist jetzt kein Geheimnis, das würde ich auch nicht verheimlichen. Aber zu meiner Verteidigung, es ist blind. Zu meiner glitzenkleinen Verteidigung. So, dann platzieren wir hier das Portal hin, damit wir hier ganz an die Wand gehen können. Und dann nehmen wir jetzt Anlauf und gehen dorthin. Perfekt. Und nun können wir hier den Block eigentlich rausnehmen, aber das hat sich gerade nicht so gut herausgestellt. Okay, dann machen wir es einfach so, auf die Art und Weise. Klassisches Portal ewig. Eben, nicht klassisch, sondern klassisch. Meine Güte, deutsche Sprache. Gut, dann machen wir hier ein Portal hin. Nehmen das wieder. Kann ich eigentlich damit schießen? Nein. Okay. Dann haben wir jetzt hier wieder eins. Und nun mache ich einfach mal hier die Rampe. Weil dadurch können wir jetzt den Schalter dauerhaft aktivieren. So. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins an... Oh, Junge, Hilfe. Also das ist wieder das genaue Gegenteil von dem blauen Gelee. Aber ich muss mich erstmal daran gewöhnen hier. Das ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht tatsächlich. Okay. Und dann haben wir jetzt wieder einen Schalter. Meine Güte, wer hätte es gedacht? Hell yeah. Gut. Blaues Portal. Ich hatte blaues Portal. So. Blaues Portal dort wieder hin. Dann hüpfen wir wieder dort rein. So. Dann habe ich hier ein blaues Portal platziert. Genau. Blaues Portal wieder hier hin. Schalter aktivieren. Dann quasi alles da schön einfärben dort drüben. Oder was auch immer es bringen mag. Jetzt langsam bewegen, damit wir bloß es nicht, ja, weggeschossen werden oder so. Das würde ich jetzt ungern. Gut, und nun? Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Muss ich dort runterspringen? Anscheinend. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, aber es sieht echt, by the way, ziemlich cool aus, wie das da so rumgelibbert. Das erinnert mich tatsächlich sehr stark an eine Lavalampe, wer die halt doch kennt. Also ich hatte damals keine Lavalampe, aber meine Schwester schon. Und ich habe die sehr gerne gemocht tatsächlich. Weil Lavalampen, die sind einfach cool, okay? Niemand kann was gegen Lavalampen sagen, weil Lavalampen sind sick. Aber na gut, so weit so gut. Dann springen wir nochmal kurz rüber, obwohl ich schneid's euch. Obwohl nein, das brauche ich nicht schneiden. Gehen wir es einfach dort rüber. Tun hier das Portal aktivieren. Aktivieren wir auf der anderen Seite wieder das Blaue. Ich sagte das Blaue. Ich sagte das Blaue. Danke. Und springen dann damit dort rein. Dadurch, dass ich hier das Blaue habe, muss ich nun hier wieder das Blaue platzieren. Und probiere es einfach dort runter zu hüpfen und mal gucken, ob es was bringt. Nein, tut es nicht. Hä? Wie mache ich das dann? Ich check das Rätsel nicht. Ich blick das Rätsel nicht! Was wollen die von mir? Oder muss... Nein, oder? So vielleicht? Halt echt! Ha! Oh. Das war knapp. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Ja, das kann ich dir dem natürlich auch raten. Klar, das ist aber schön zu wissen, dass emotionale Ausbrüche mehr als 1,6 Volt beanspruchen. Und was macht das jetzt? Oh, okay. Nun haben wir die Auswahl zwischen dem blauen und dem orangenen Gel. Das ist interessant. Aber... Es ist halt nur die Frage, was können wir damit bezwecken? Wir wollen zumindest dort rüber. Das ist unser hauptsächliches Ziel. Und da ist jetzt auch nochmal abgebildet zum Springen. Also das Zurückschussgel und das, ja, Ultra-Gleitmittel halt. Nun gut. Dann hätte ich mal gesagt, tun wir mal das Ultra-Gleitmittel verwenden. Und lassen das einfach mal da drunter. Und damit komme ich... Kann ich das hier machen? Okay. Und wenn ich nun das Portal nochmal ändere, also quasi hier das Rückschuss-Game mache, was bringt mir das dann? Der schießt dann darüber. Ja, schön und gut, aber was bringt mir das jetzt? Weil wenn ich mich hier jetzt abstoße, ich muss es ja hierhin platzieren. Ich muss es ja irgendwie hier hinbekommen. Hä?
Weil ich brauche ja Schwung und das Gleitmittel hier auf dieser Schiene, damit ich halt mich quasi durch Anlauf fortbewegen kann und dann durch das Gleitmittel da drüber springe. Aber das bringt mir ja gerade absolut gar nichts. Oder muss ich hier im Portal erstmal hinlegen? Warte, probieren wir es mal. Nehmen wir mal das Gleitmittel. Oder nein, das Rückschuss geben. Und als ob das so weit reicht. Genau. Und nun muss ich das gleiche quasi mit dem, ja, mit den Gleitmitteln machen. Und die Sache ist halt die, wie viel? Ja, da schon mal nicht hin, ne? Das war schon mal das ganz Falsche. Oder muss ich das dann quasi rechtzeitig abbrechen? Wartet, färben wir das mal um. So, komplett umgefärbt. Soweit, so gut. Und nun? Hier nochmal das Orangene hin. Und nur ein paar. Bam. So, nun haben wir hier quasi, ja, genau das, was ich haben wollte. Aber ey, kein schlechtes Rätsel, ey. Wirklich ein sehr, sehr gutes Rätsel, muss man wirklich sagen. Aber nun haben wir hier das Problem. Wir müssen jetzt durch ein Portal es schaffen, dort irgendwie rüberzukommen. Und ich weiß auch schon wie. Und es klingt absolut geisteskrank, aber wir müssen jetzt hier durch den Anlauf... Eigentlich durch den Anlauf, dort rüberspringen. Und dann während wir im Flug sind und fast gegen die Wand klatschen, ein Portal errichten, damit wir noch weiter fliegen und dann dadurch auf die andere Seite gelangen können. Also das war zumindest hier gerade nicht die Lösung. Das war ganz falsch. Och man. Egal, ich glaube, nehme ich euch das noch einmal mit. Und wenn ich das dann jetzt nicht schaffe, schneide ich euch den finalen Versuch rein. Also, lasst mich ein bisschen rumprobieren. Och Mann. Und, oh mein Gott. Scheiße, das Portal war ja da. Portalrätsel sind kacke. Okay, ich habe das doch mal alles kurz nochmal neu eingefärbt. Quasi nochmal alles orange, die ganze Laufbahn. Anschließend habe ich dann dort oben das Portal genutzt, um dann da nur blau zu markieren. Ich glaube, so sollte man es auch machen. Und nun hoffe ich einfach mal, ich nehme euch jetzt meinen ersten Versuch mit, dass dies funktioniert. Orange. Danke! Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Das habe ich mir schon gedacht, Claudius, dass du ihn kennst. Alter, endlich bin ich da durch. Oh mein goodness. Oh. Und ist das das alte Aperture Science Logo? Wow, das sieht echt scheiße aus. Also finde ich Claudius Design deutlich besser. Oder was mit dir? Wenn ihr $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Dann nicht. Dann auf gar keinen Fall. Und hier haben wir wieder so ein Rätsel. Oh Gott. Wieder beide Gele. Also mit zwei Gelen ist das echt ein bisschen kritisch. Ah. Warum? Aber schauen wir uns das erstmal um. Also wir haben hier... Oh mein Gott. Wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part. Da will ich jetzt nicht noch immer extra durch. Also, ich weiß, der Part ist vielleicht etwas kurz geraten, aber ein kleines, neues Video kann ja auch nicht schaden. Also, ich würde sagen, bis jetzt das nächste Mal. Part 2. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich dieses Rätsel sehe, ich werde verzweifeln. Ich werde innerlich verzweifeln und weinen. Oh Gott. Bis dann. Und ciao. Und ich hoffe, ich werde jemals das Ende dieses Spiels erreichen.